So, los geht's mit F1. Das Rennen in Miami steht an. Rennwochenende, das zweite in Folge. Deswegen wieder schön mit ausgewogener Mischung. Kommen wir erstmal in die Spezies rein. Was die sagen, schließen wir das Rennen in 3 Runden mit mindestens 2 verschiedenen Motorenkomponenten ab. Okay. Ja gut, das machen wir ja so oder so. Halt die Reifen in einer Session unter 120 Grad, trocken 100 Grad Inter oder 90 Grad Regen. Diese werden als Rennen 3 Runden mit mindestens 2 verschiedenen Motorkomponenten ab. Ja, das machen wir ohnehin. Also nehmen wir das. Machen wir eh von Training auf Qualifying. Ne? Ist ja klar, Trainingsmotor, Qualimotor. Ist ja logisch. Windkanalingenieur. Wir wollen 5 Autos in einem Rennen auf der Strecke, Schlusslichter nicht inkludiert, oder schließe eine Runde mit mindestens 2 verschiedenen Autosetups ab. Das kriegen wir auch hin, müssen wir nur dran denken, dass wir Setup einmal kurz ein bisschen umstellen. Am besten einfach gerade im Abtrieb irgendwas ändern, eine Kleinigkeit. Innerhalb des Trainingsprogramms. Ist eher wahrscheinlich, als wenn wir schaffen, 5 Autos zu überholen. Da. Qualitätssicherheit, Lift and Coast für mindestens 25 Sekunden an einem Rennwochenende. Könnte man natürlich wieder ricken, indem man einfach dauerhaft Lift and Coastet im Training auf einer Runde. Oder schließt im Training eine Runde mit mindestens 2 Reifensätzen ab. Haben wir ja auch. Dann wäre 2 Reifensätze, wir werden beide fahren im Training. Analyst, perfektioniere ein Trainingsprogramm an einem Wochenende oder verdiene an einem Wochenende 5 Meisterschaftspunkte. Boah, schwierig. Trainingsprogramm perfektionieren würde ich fast sagen. Mal wissen, welche Trainingsprogramme kommen. Aber 5 Meisterschaftspunkte ist nicht safe. Oh, das ist das erste, wo ich so ein bisschen echt ans Überlegen komme. Gut, da müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall hier mit 2 verschiedenen Setups einmal unterwegs sind. Im Training. Schön, so. Skill. Wir warten noch 7 Tage auf eine Sache. Wir haben mittlerweile den besten Motor im Feld. Das ist schön. Einfach ist alles fertig, aber wir müssen den Damage noch ausmachen, wir sind in Miami, klar. Wir sind ja in Miami, ne? So, das Wetter sieht sehr schön aus. Jawohl, alles trocken. Das ist perfekt nach der Regenerfahrung, die wir in China gemacht haben. Das sieht sehr gut aus. So, das ist jetzt das 6. Wochenende. Heißt, wir dürfen die 5er-Teile regulär wechseln. War sowieso. Energiespeicher, die müssen noch ein bisschen gefahren werden. Da muss ich noch rechnen, wie das da aussieht. Für das zweite dürfen wir schon fahren. Also auf dem ersten sind wir jetzt am Trainingsmotor unterwegs. Und dann gehen wir rein. Einschrittige Qualitempo-Akklimatisierung. Gut, die Akklimatisierung können wir wahrscheinlich perfektionieren. Wäre das erste davon. Perfektioniert ist ja nicht Miami ist alle Bonus und auch wir sind auch bereit für das Training. Jawohl.
So, Soft und Hard jetzt haben wir. Okay, ja, da fällt die Rennstrecke halt wieder flach. I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so go and give them a try. Aber wir können auf die Streckenautomatisierung gehen. Erstmal brauchen wir aber natürlich ein Setup. Moment, ich bin gerade lost. Da. Setups. Miami. Engine Braking ist auf 100% ja neben Level nicht. Das ist bei den anderen auch so? Ich habe jetzt mehrere Setups gerade aufgemacht. Also ein dermaßen hohes Engine Braking. Ja, das mache ich aber nicht, das ist Bullshit. Da verlieren wir nur die Karre. Oh, das ist sehr extrem. 41,1. Und die jetzt so wieder auf Maximum aufgepumpt. Dann auf Streckenakklimatisierung. Wir haben ja nur dieses erste Training. Sie muss das Setup auch jetzt schon stimmen. Wir haben jetzt nur quasi diese Stunde Zeit, um unser Setup zu finden. Das ist echt viel zu wenig, tatsächlich. Aber naja. Das Lenkrad, okay, der Bug ist auch wieder da mit den Lenkrad-Einstellungen, dass die sich verschieben. Wir haben doch wieder eine ganze Menge Bugs, die sich mit rumgeschoben haben. So. Jetzt sind wir wieder richtig mit den Einstellungen. Okay. Hier hat sich irgendwas im Force Feedback geändert. Das ist so nicht richtig. Ich denke, das ist nicht richtig eingestellt. Hier stimmt irgendwas nicht.
Lenker reagiert aber auch nicht drauf, wenn ich in den Begrenzer komme. Ich steck's mal ab und wieder an. Quatsch, das war. Ne, war doch das Richtige. Okay. Okay, das ist jetzt aber wieder das Richtige. Ich kann jetzt gerne das Programm einmal neu starten eigentlich, aber... Dann rollen wir jetzt einfach geradeaus. Jetzt geht's wieder, ja. Gucken wir mal, wa? Sehr schön, das war lila. Schießt eine Runde mit zwei verschiedenen Auto-Setups ab. Haben wir auch, warum auch immer, schon geschafft. Okay. Wieder ein Trainingsprogramm an einem Wochenende. Das hätten wir eigentlich jetzt schon geschafft. Oder zählen dazu doch die Entwicklungsboni? Aber dann muss es ja auch sein, das ist ja perfektioniert. So, Rennstrategie als nächstes. Wir haben nur einen Satz. Den brauche ich aber für die Rennstrategie und nicht fürs Quali-Tempo. Scheiße, hätte auf eine Runde gehen können. Die Rennstrategie ist wichtiger. Wo wir das dann noch auf den... Ah, scheiße, das hätten wir eigentlich zuerst auf den harten machen müssen. Wäre smarter gewesen. Na, egal. Ah, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Jawohl. Auto-Setups haben wir. Oder jetzt haben wir auch das hier, okay. Hängen eine Runde mit mindestens zwei Reifensätzen. Hier kommt die mit dem zweiten Reifensatz. Okay.
Ja, Miami war die letzten Jahre, glaube ich, immer eher so ein schwaches Fleckchen. Wird nicht wirklich warm mit der Strecke. Ideal ist anders. Uiuiuiui. Ich darf die Curves in den ersten, im ersten Sektor nicht mehr so mitnehmen wie im vorherigen Spiel. Push jetzt mal gerade ohne Ende, ob wir vielleicht die Runde doch mal auf Spieler packen. Ob wir die Runde doch mal packen. Als gedacht. Komm schon, wird noch. We'll be right back.
Okay, das war awkward. Hat jetzt zwar gedauert, wir mussten die ganzen 5 Runden fahren, aber... Einfach, das ist ein bisschen besser, aber ist besser. Das ist die Hauptsache. Quali-Tempo. Da brauchen wir auf dem Reifen jetzt, glaube ich, nicht mehr fahren. Ne, 1,6 Sekunden ist der mittlerweile langsamer. Wenn wir höchstens, aber optimaler. Naja, optimale Zeiten werden wir damit halt auch nicht mehr fahren, ne? Ne, das Volltempo-Programm ist leider nicht drin. So, wie sieht es mit den Zielen aus? Wenn das Rennwochenende ist. Ja, verschiedene Dingens kommen noch. Schließt eine im Training eine Runde mit mindestens 2 Reifensätzen ab? Ja, aber haben wir doch jetzt, oder nicht? Den Soft und den Harten.
Was, Hoffs und Hart, sind wir beides gefahren, okay. Beste Zeit übrigens, gerade der zweite Sektor ist. Alter, eine halbe Sekunde besser als die KI, okay. Dafür ist der dritte deutlich langsamer, aber das habe ich auch erwartet tatsächlich. Aber kein Grip in den letzten Kurven. In den ersten geht das. Wir müssen immer noch vorsichtig sein. Nicht mehr ganz so vorsichtig wie in den letzten Spielen. In den ersten Kurven. Aber in den letzten Kurven müssen wir immer noch Arsch aufpassen. Dann schrauben wir einmal die Karre um. Ach Quatsch, Moment. Nicht so viel umschrauben. Das hier darf noch nicht. Und der hier darf noch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Sprint Qualifying. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist noch. Dann gehen wir ins Sprint Qualifying. Willkommen zurück in Miami und willkommen zum Qualifying. Heute zählt nur die reine Geschwindigkeit. Die Frage ist, wer hat das Zeug für die Pole Position? Okidoki. So, jetzt mal gucken, wir haben natürlich wieder nur einen Reifensatz, ne? Jawohl, Medium, Medium und Soft, so sieht's aus. Ja, ich frage jetzt, bringt es das jetzt rauszugehen? Eine Runde und dann gleich müssen wir halt auf demselben Satz nochmal raus, ne? Probieren wir das jetzt diesmal mal so. Ja, paar von mir Regeln klar. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Wir gehen jetzt einmal ja, so halt raus. Dann nachher halt auf demselben Satz nochmal. Haben wir letztes Mal hatten wir gewartet und dann ist dann Schluss. War aber ein bisschen zu risky. Ja, dadurch, dass wir hier jetzt auch wieder mit Overtake durch die Runden gehen müssen, durch die Quali-Runden, wird es hier eh schwierig, unser Pattern sofort zu setzen, auf zwei schnelle Runden zu gehen. Oder halt die Batterie komplett leer hauen auf einer Runde durch Overtake. Deswegen müssen wir da unser Quali Pattern ein bisschen anpassen. Ja, dass den Stint, den Doppelstint mit den zwei Runden nicht mehr fahren werden, weil es nicht mehr drin ist. Beide Red Bull.
Okay, krass. Force Science. Da die beiden Nöten fahren nochmal davor, aber Force Science und PS2, wenn die beiden ihre Runden nicht verhaut haben, was ich nicht glaube, sind wir auf jeden Fall schon mal auf die 2. Also auch ohne ein zweites Ding fahren zu müssen. Da hat das Teamkollege. They're in 18th. Okay, da kommt noch. Der steht auf der Ideallinie. Einmal alle mal vorbeigelassen. Less than one lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. Aber warte mal, für... Wenn wir ja unterschiedliche Parkfamilie-Regeln haben. Wir haben ja einmal Parkfamilie-Sprint, Sprint-Qualifying und Sprint-Rennen. Und Parkfamilie-Rennen mit Haupt-Qualifying und Hauptrennen. Dann dürfen wir auch rein theoretisch zwischendurch die Motorenteile switchen. Heißt, wir könnten auch auf einem, zum Beispiel dem 43er Verbrennungsmotor, das Sprint-Qualifying noch, also das Sprint-Qualifying und Sprint-Rennen fahren. Weil das ist ja mit dem noch voll drin. Das sind ja gerade mal 10 plus, weiß ich nicht, Apfel und Ei an Runden. Wir fahren übrigens im Qualifying gefühlt mehr Runden als im Sprintrennen. Selber. Ja. 6 aktuell, sehr gut. Zweiter Sektor gehört wieder bei weitem, aber zum 2 Zehntel im Vergleich zu Fernando. Alonso ist schneller als Verstappen, krass. Im ersten, ja, sind wir schon zu langsam. Im letzten sind wir viel zu langsam, aber sind wir sogar langsamster, glaube ich. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, kann ich nicht schneller. Geht nicht. Kein Grip. Ist einfach so. Daniel ist auf der 13. Alex ist auf der 13, meine ich. Also wir wissen, im letzten Sektor kriegen wir mit Zweifel noch Zeit raus. Zweifel. Aber kein Grip, deswegen, das geht nicht. Oh, geht ja schon weiter. Die goldene Frage, fahren wir überhaupt noch mal raus? Alex ist raus. Oscar hinter mir ist auch raus. Carlos drin bleibt, haben wir nichts zu befürchten. Gasly und Russell sind auch noch drin. Ah, never mind.
Also das ganze nicht den Reifen, das zerstört hat irgendwie. Mittlerweile wird es ein bisschen zu knapp, um noch rauszufahren. Ocon ist auch drin, obwohl er nur auf 16 ist. Okay. Beide Alpine noch in der Box. Aber meint, der eine ist noch raus. Gott, das ist der Carlos, du. Nix, wie es aussieht. Mittlerweile ist auch schon ganz schön spät geworden. Stimmt so. Gut. So sieht's aus. Der 6, Alex stark weiter auf der 10. Gutes Ergebnis in Sprint Qualifying 1. Oh. Und ist raus. Naja, so ist das, ne? Alonso mit schnellster Zeit. Ah, ich glaube nicht, dass es gehalten bekommt, aber ich lasse mich gerne überraschen. So, machen wir selber nochmal. Der Reifen hat sich auch null abgenutzt, tatsächlich. Das war gut. Ich habe jetzt hier auf dem... Nein, ich stink's jetzt nicht. Ich wollte gerade schon wieder sagen. Ich stink's jetzt gar nichts. Jetzt geht er wieder in die Hose. Wo mache ich mal mit dem Williams? Unser Ziel soll das ganze Zeit sein, Q3 zu erreichen. Wäre halt schon dicke, ne? Das hat das mindeste Ziel sein, Q3. Und dann im Rennen Punkte zu holen. Das Rennen zu zeigen.
wollte ich ein bisschen mehr Dreck rausholen. Was haben wir gerade eben für eine Runde? Da war jetzt schon Alonsos Runde von gerade eben. Oh, Stroll vor Hamilton, okay. 19.0 war jetzt schon Alonsos Runde von gerade eben. Da haben wir uns schon eine halbe Sekunde, glaube ich, circa verbessert. Perez ist auch hinter mir, alles klar. Ja, diesmal war der letzte Sektor in der Outlap gut. Aber dann halt auf der schnellen Runde nicht so ideal, weil ich da einen Ticken zu viel anscheinend wollte. Aber wir können schneller im letzten Sektor. Das hat gerade die Outlap gezeigt. Das ist möglich. Das ist halt nur arschgefährlich, ne? Als Alonso gerade. Gucken, Max ist noch unterwegs, der ist hinter uns. Und auch noch ein Mercedes, bei dem ich flüchten sollte. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Okay, der fährt in die Box, never mind. Hoppla. Ja moin, wo ist Max? Max ist unterwegs. 37 im ersten. Oh, 38 im ersten. Der letzte Sektor war wieder unter aller Kanone. Aber ein Ticken besser war vielleicht. Wenn man denkt, wir sind da jetzt immer noch langsamster, aber gleich auf dem Stroll in etwa. Ja, aktuell sieht das gut aus, aber das Problem ist, wegen dem letzten Sektor wird das nicht für ein Top 5 Ergebnis reichen. Halt aus Prinzip erstmal direkt nochmal raus. Wir können dann immer noch unten wieder reinkommen. Aber ich muss dran denken, wir haben Sprint-Qualifying, wir haben keine Zeit hier. Wenn wir in die Box wieder kommen nach dem ersten Stint, wir müssen da sofort raus. Wenn wir dann wieder in die Box kommen, dann müssen wir direkt wieder rausfahren. Wir haben keine Zeit für großartige Sprintchen. Durch. Frage, ist das Alonso vor mir oder ist das Stroll? Kann ich nicht sagen. Stroll ist im Rennen, Alonso ist in der Garage, genau wie Leclerc. Max ist auf seiner In-Lab. Müssen wir auf den Ferrari achten, der noch in der Box ist. Auf den Aston. Wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen uns irgendwie noch positionieren. Und ich weiß gerade nicht, welche Lücke ich nehmen soll. Ich denke mal, die hinter dem Alex sein, der da kommt oder irgendwie so. Wie gesagt, es sieht aktuell danach aus, als würden Ferrari und Aston drin bleiben, dann können wir jetzt auch einfach wieder reingehen.
Ja, die werden drin. Okay, easy. Da fahren wir auch wieder rein. Aber sicherheitshalber auf die Outlap gehen, bevor man es am Ende dann timingtechnisch nicht oder vercheckt, sagen wir mal so, was heißt nicht gebacken bekommt, sondern ganz einfach vercheckt. Backen bekommen wir das, aber dann passiert, dass ich nicht mitbekomme, wie die relevanten Autos rausfahren oder vielleicht die relevanten Autos sogar auch zu spät rausfahren und das dann halt nicht mehr die Linie schaffen. Aber so können wir jetzt Motoren ab und zu gefahren, laufen nicht gefahren, unnötigen Crash zu bauen, der nochmal Selbstbewusstsein kostet. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Von daher alles gut. Aber Alex so lange zu. Wo regnet draußen, krass. Sehr schön. Alex ist raus. Wir haben unser Quali, wir haben unseren Teammate bei weitem geschlagen. 28,9, Max ist back on one. George ist auch raus, okay. Gott, bis jetzt sieht's gut aus, auch wenn wir den letzten Sektor halt noch jetzt perfektionieren würden, ne? Alter, wir würden, das wird sowas von Paul geben. Wenn wir es jetzt schaffen, den letzten Sektor noch zu perfektionieren, sowas von Paul. Aber kriegen wir leider nicht hin. Im Moment, dass wir auf der Runde für den zweiten gerade noch einen dicken Fehler hatten, weißt du? So. Lohnt sich jetzt überhaupt auf zwei Runden rauszugehen? Oder warten wir lieber? Wir warten lieber tatsächlich. Da muss die eine Runde halt stimmen, ne? Nee, komm, wir fahren. Checks complete. Das wird zu risky jetzt. Wir haben zwar schon vier früher, wir müssen mal gucken, ob sich das rechnet, aber 1,30 pro Runde circa. Machen wir mal noch 2 Minuten für In- und Outlap. Jeweils sind wir bei 4, sind wir bei 5,30 und dann müssen wir halt sofort wieder raus. Dann müssen wir echt Gas geben. Ich meine, in echt in den Spring Qualifying machen sich die nicht ganz viel Mühe, sondern fahren halt wirklich nur einen Spin. Sorge ist, ich sollte mir da nicht drüber gehen.
kann man nachkorrigieren, weil ich sonst zu sehr auf den Curb gekommen wäre. Nicht so ideal. Was haben wir jetzt für Ziel erreicht? Noch 3,38, das packen wir nicht. Packen wir nicht nochmal rauszugehen. Ach schade, die Runde war nicht so geil. Lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Warum da sind leider zu viele Fehler drin? 6 ist es dann geworden wahrscheinlich. Schade, ich hatte gehofft, dass mehr drin. Aber noch kein Sprit mehr. Kommt dann noch irgendwer, der vielleicht noch nicht gefahren ist? Hoffentlich nicht. Nach 2 Minuten, ja nee, bei 1,30 stehen wir in der Box. Doch, der Ferrari geht durch. Packt das entweder zweimal zu fahren oder der fährt jetzt erst. Dann sind wir auf 7. Hm. Dann echt nochmal mehr, okay. Ja, ein paar sind nochmal raus, die es geschafft haben, sind nochmal raus. Aber ganz ehrlich, also bei über einer Rundenzeit von 1,30 brauchen wir uns den Stress nicht machen. Da ist nicht drin. Das muss man irgendwie merken, über 1,30 brauchen wir im Sprint-Qualifying nicht nochmal rausgehen. Ein bitter Lance ist das jetzt. Ich hoffe mal nicht, dass der noch so viel schneller wird. Aber der letzte Sektor ist mittlerweile besser gewesen, aber es ist halt immer noch weit weg vom Schlag, ne? Erst war nur leider diesmal auch kacke. Also nur 7 Zehntel hinter Max. Schade, das haben wir ein bisschen vergeben. Okay, wir haben im Qualifying die Chance, das Ganze nochmal besser zu machen. Paul 6 immer. Max und Paul. Daneben Leclerc. Ja, 6 mit dem Williams können wir uns halt auch nicht beschweren. Das war nur leider bisher Q1 und Q2 sahen besser aus. So ist das. Aber ich glaube nicht, dass wir uns da beschweren können. Im Normalfall.
Bist du ein Training eine Runde mit Bildungszeit? Ja, haben wir gemacht, das ist noch verbuggt. Haben wir gemacht, wir waren auf Soft und auf Hard. Bug, bug, bug. Ja, vielleicht kommt das noch. Wir haben ja das hier auch irgendwie gerade erst freigeschaltet. Eine 3 Runden mit mindestens 2 verschiedenen Motorenkomponenten ab. Ja, das kommt dann hin, ja. Anerkennung ist wirklich knapp mittlerweile, ne? So, können wir noch irgendwas skillen jetzt? Den Ressourcenpunkten. Ja, können wir, vor allem weil hier Rabatte drauf sind. Könnte in Imola schon fertig sein. Verwarten. Damäßig wird beides in Imola fertig. Schön. Dann gehen wir rein in den Sprint, würde ich sagen. Heute beim Sprintrennen geht es nur um Geschwindigkeit. Nicht sehr viele Runden und keine Chance mit Strategie zu gewinnen. Wer hat heute das Zeug dazu, allein durch sein Können zu siegen? Das Miami International Autodrome mit seinen 19 Kurven und 5,4 Kilometer Länge liegt an der südöstlichen Küste Floridas und wurde mit dem Ziel entworfen, enges Auffahren zu ermutigen und gleichzeitig den höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Die Fans werden sich freuen. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Perez, Sainz, Norris, ein Williams, das bin ich. Fernando Alonso, Oscar Piastri, Stroll, Hamilton, Russell, Albon, Gasly, jeder weiß, er Ricardo, ist ein Williams. Joe, Ocon, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen. Und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Valtteri Reihe. Bottas. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Neben mir sitzt ein Mann, ach, was sage ich, eine Legende, Stefan Römer. Wir haben ein besonderes Rennwochenende. Es ist eine der wenigen Sprintveranstaltungen des Jahres und wir müssen uns auf einige Regeländerungen einstellen. Beim letzten Mal lief es leider nicht so gut. Es war kein gutes Rennen. Die Frage ist, können Sie das ausblenden? Gute Frage, Sascha. Was auch immer beim letzten Mal passiert ist, man muss es hinter sich lassen. Mir wurde als Fahrer immer gesagt, dass ich es abhaken und vergessen soll. Natürlich tut es weh, wenn es passiert, aber man darf sich nicht damit aufhalten und es ins nächste Rennen mitnehmen. Also lass es hinter dir und mach einfach mit dem Rennen weiter, das jetzt vor dir liegt. Wie Baba wäre das eigentlich, wenn du hier Stefan Römer verabschießen würdest, weil es hier irgendwie Sportler nicht existiert. Und stattdessen hier, Heiko Wasser und Stefan Roos kommentieren lässt, oh, das wär stark. Uff. Da würde ich bei jeder Sequenz abgehen. So, Softsatz ist keine Option anscheinend. Ein bisschen noch. Nächste Saison wahrscheinlich. Nächste Saison wäre das Softsatz eine Option. Wenn du jetzt einen hast, der schafft, vorsichtig zu fahren mit einem guten Reifenverschleiß, der fährt auch hier im Softsatz im Sprint drin. Wir nicht. Davon haben wir zum Beispiel einen, der heißt Lando Norris. Ich habe mir leider nicht angeguckt, wie man gut startet im Spiel, aber wir müssen auf jeden Fall die Drehzahl wieder hochbekommen.
In China, das war absolut grottig, wie gestartet sind. Und ich meinte, jetzt probieren wir mal den Wagen nicht in den Begrenzer zu bringen. Unsere Rennstarts waren deutlich besser in der F23. 10 Ründchen, hoffentlich clean. Dann können wir hier die ersten Punkte einfahren, wahrscheinlich. Gegen Lando vor uns, der gerade hinter uns ist. Wird es wahrscheinlich schwer werden, da müssen wir vielleicht schon am Start vorbei sitzen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Naja, wir werden sehen. Das restliche Fahrerfeld angucken. Okay, es ist Lando auf den Soft. P6, you got P6. Keine Ahnung, ich hab den Button nicht gedrückt. Alonso behind you now. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Okay, we're into the last 10 laps now. Ja, über das bisschen Funksprüche da, die gerade falsch waren, da. Bis zu meinem Wechseln. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Wow. Das war zu spät. Der Karen ist deutlich schneller als ich. Hast du schon Overtake an? DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Kann ich das machen? Ich werd komplett weggeschluckt von allen. Ach, scheiße. Und jetzt mich wieder aufhalten, weißt du? Es ist so zum Kotzen, ehrlich. In den Kurven stehen bleiben und auf den Geraden keine Chance haben, weil sie alle davonziehen.
Das an den Kurven ausging, ist die KI sowas von OP. Das ist sowas von unreal. Bitte, bitte fix das noch, echt. Issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Keine Chance. Nein, aber das Overtake auch komplett aus, warum auch immer. Wie war das denn komplett aus? Daran, dass die an Kurven aussehen immer noch OP sind. Zeit gekostet, ne? Alter! Wurde ich da geschoben oder? Irgendwie so hat es schon angefühlt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen.
Switcheroo. Aber jetzt kann ich nicht mehr verteidigen. Problem ist halt, dass der viel zu langsam ist. Ich muss den halt gleich wieder überholen, weil er ganz einfach zu langsam ist. Das ist wieder so ein ähnliches Problem mit der Pace wie in China. Da war es auch im Sprintrennen so absolut grottig im Rennen, aber okay. Ich bin sehr schon, ob das vielleicht genauso ist. Ja, dann wissen wir einfach, dass wir einfach nur die Sprintrennen wegschmeißen müssen, weil die sind halt dann einfach broke oder so, keine Ahnung. Ich glaube, der Motor ist ein bisschen heiß. Was? Was? Der Motor ist abgeraucht? Das ist mir noch nie passiert. Als ob, der Motor ist frisch. Ey, der Motor ist brandneu. Wieso ist der uns abgeraucht? The fuck? Oh, was war das denn jetzt, ey? Oh, Mann. Ja, war nicht mein eigener Fehler. Das war's also mit dem Sprintrennen. Wir können dieses Wochenende aber noch viel mehr Action erwarten. Vor uns haben wir noch das Qualifying und natürlich auch noch den Grand Prix. Ich denke, der Motor wird einfach nur zu heiß. Nö, der ist komplett abgeraucht. Wir haben bisher echt kein Glück in Sprintrennen. Ich sag's, wie es ist. Bisher halt wirklich absolut nicht so. Oh Mann. Es ist DNF der Season. Es ist Rennrunde 30-4 von Max. Wird es gewesen sein. Ach Mann. Er kann doch nicht sein, dass uns jetzt der frische Motor einfach so abgeraucht ist. Das kann doch eigentlich nicht sein.
MGUK ist uns abgeraucht, aber mach 7. Die frische MGUK. Die hat 17 Runden auf dem Buckel. Mercedes, hallo? Was ist da los? Erwartete Lebensdauer 18 Runden? Hä? War sonst noch irgendwo jetzt so krasse Abnutzung? Nee. So raucht mir denn die frische MGUK ab? Was ist das denn? Ach. Okay, gehen wir ins Qualifying. Dann halt wieder auf der alten MGUK. Oh Mann. Willkommen zurück in Miami und willkommen zum Qualifying. Heute zählt nur die reine Geschwindigkeit. Die Frage ist, wer hat das Zeug für die Pole Position? Ach ja. Jetzt hoffst du, dass wir einen Sprint drin, aber jetzt natürlich noch. 3. Mal gucken einfach. Standing by. Jetzt einfach die MGUK ab, ey. War komplett random, das war ein komplett frisches Teil. Mit sowas habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, ne? Das war unser erster Ausfall durch Getriebeschaden. Wir hatten noch nie einen. In unseren 290 Rennen bisher, Rennwochenenden bisher, hatten wir noch nie einen Getriebeschaden. Das war der erste. Oh Mann. Ich dachte, die Anzeige zeigt nur, dass unser Motor zu heiß wird. Nein. Naja, das Sprintrennen war so gesehen wieder auch leistungstechnisch unter aller Kanone. Bin mal gespannt, ob das im Hauptrennen jetzt auch wieder besser wird, wie in China. Dann müssen wir Bescheid, dass wir einfach die Sprintrennen immer wegschmeißen. Nein, dann sind die halt anscheinend gerickt oder so, keine Ahnung. Jetzt habe ich hier keine ordentliche Lücke. Der stand gar nicht im Weg. Das ist Red Bull.
Ey, Leute, was soll das? Ja, aufgehalten worden. Ja, und dann ist es in die Hose gegangen. Das nehme ich aber so nicht an. Das Aufhalten von mir aus, aber nicht das dann die Karre so verlieren. Immer schneller als die von Leclerc. Das ist die Quali-Pace, die wir haben. Das ist so unnormal, echt. Wir lassen die aufs Rennen übertragen können. Der Mercedes stand uns gerade auf dem Weg. Less than one lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. Das war immer noch eine Runde für zweiten Platz, ey. Da kann man nochmal auf dem Satz rausgehen. 17 Runden. Ja, erstmal bei Mercedes meckern gehen, ey. Was das denn bitte gewesen ist. Nach wie vor auf der 3, sehr schön, damit sollte man auch durch sein. Ja. Also selbst der letzte Sektor war jetzt schnell. Der erste war keine Bestzeit. Aber jetzt war die Runde im Prinzip nicht schlecht. Jetzt war die Runde im Prinzip echt nicht schlecht.
Die anderen sind alle raus. Oh, bis wir Claire sogar nochmal. Gut, ich gehe nicht davon aus, dass wir rausfliegen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Mich ist jetzt triggert, immer diese MBGO-Kader anzugucken und die kaputt ist. Ah, easy weiter. Max dabei, Alonso auf 1, guck mal. Lando ist raus auf 19, wie hat denn der das geschafft? Okay, ja, einer weniger hier vorne, ne? Einer weniger hier vorne, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Wenn der Rennstart in dem Sprint hin, der war auch okay, der war nicht ideal, wir haben nicht allzu lange Start gerade hier. Ich glaube, das hilft uns. Ich glaube, das ist nicht richtig, dass der Sprintsatz dann auch noch fürs Qualifying da ist, weil der jetzt zurückgegeben ist. Ich hinterfrag's nicht. Das war ein gratis Reifensatz, so den nehmen wir dankend an. Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. Ja, ist ja gut, Controller, wie vibriert woanders auch. Diesmal haben wir nicht in Q3 wieder den Fall, dass wir die Runde verbocken. Ich meine, das Qualifying, bei den Qualifyings in China, die sind kein Vergleich, weil es in beiden angefangen hat zu regnen. Kann man das jetzt nicht irgendwie, kann man keine Parallelen ziehen zu Miami. Aber vielleicht aus den jeweiligen Rennen können wir parallel. Ich weiß nicht, wieso wir gerade eben die ersten Runden das ERS komplett aus hatten, weil mit ERS ging es halbwegs zu verteidigen. Das war immer noch schwer, aber es ist halt nun mal so da vorne, ne? Schön ist, dass ich mich nicht drüber aufregen brauche. Der Motor ist ja eh abgeraucht, ne? Aber so ganz ohne Vorwahl, weißt du, ne? Ich find's halt cool, wenn es da vielleicht doch noch dann also einen Funkspruch gibt von wegen, wow. Funkspruch gibt von wegen, hey du, hör mal, wir sehen da ein Problem mit der MBUK. Wir sitzen an einem Fix. Und selbst wenn es dann halt noch eine gewisse Prozentchance besteht, dass wir es schaffen, tatsächlich doch noch zu fixen. Ja, aber halt dann irgendwie gering ist bei, keine Ahnung, weiß ich nicht, 30% oder so. Also schwerwiegende Probleme kannst du halt nicht von der Boxengasse aus fixen. Oder selten halt, ne? Okay, das war ein bisschen. Ja, da wollte ich Schwung nehmen. Bremsen hier unten. Ja, auf 2,5 Sekunden hinter Max. Ich check immer noch nicht ganz, welche Anzeige ist das Einsatzlimit? Die linke rote wahrscheinlich, ne? Aber wieso geht die dann jetzt gerade hoch, obwohl ich keinen Overtake verbrauche? Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, weil die blaue, lol.
Die grüne und die gelbe, das sind nicht die Anzeigen fürs Einsatzlimit. Weil die beide gerade noch halbwegs gut. Okay, die grüne ist die fürs aktuelle Overtake, würde ich sagen. Ne, das ist die gelbe. Dann ist die grüne das Einsatzlimit wahrscheinlich. Hey! Was soll das denn? Könnte die grüne natürlich das Einsatzlimit sein, ne? War das dann die rote Anzeige da links? Ich meine, hat das mit Overtake zu tun, aber hat's nicht, oder? Nee, geht nicht runter, geht nicht hoch, keine Ahnung. So, auf 2. Klar, immer noch weit hinter Max, aber auf 2. Ja, okay, der letzte Sektor ist nicht so schlecht, wie er mal war. Dass die im zweiten so dermaßen schnell sind, check ich nicht ganz, aber ich nehm's. Und im ersten fahren wir wieder unsere obligatorische 30-7. Da wären wir halt auch kein Millimeter schneller, ne? Ah. Da kommen aber noch 3 Autos. Alex auf der 12, wir bleiben aber auf der 2. Gut, ich würde mir vielleicht beide Reifen jetzt tatsächlich nicht sparen für Q3. Aber eigentlich nicht, ne? Na doch, wenn auf dem zweiten Satz was schief geht. Das sieht mir aber nicht nach Regen aus, wenn ich ehrlich bin. Ne, das sieht mir jetzt halt nicht nach Regen aus. Dann nur 9 und 12% Chancen, also genauso Chance wie beim Trocknen. Oder lag es auf 16? Okay. Wir skippen einfach mal durch. Sonso ist raus. Ach, nichts mehr. Carlos und Checo bleiben drin, genau wie Max. Okay, easy. Wenn wir denken, wie wir gerade zurückgefallen sind in dem Sprintrennen, ne? Und wie locker wir jetzt durch das Qualifying durchkommen, da bist du dumm bei, ehrlich. So. Auch im zweiten Quali-Duell haben wir Alex geschlagen. Der hat mich bisher nur in, reingeschlagen. Im ersten Saisonrennen, sonst haben wir ihn jedes Mal geschlagen im Qualifying. 28,2 von Max. An den kommt heute nichts ran. Noch 2 frische Sätze, let's go. Okay, engines fired up, we're set. Okay, 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 das sieht jetzt schon eher nach Regen aus, hier, was hier ankommt. Fragen wir sofort, müssen wir schnell auf eine Runde gehen. Oh, das ist dunkel. Wetterbericht.
So we're expecting rain in about 10 to 15 minutes. Yes. Dries definitely seem like the fastest tire at the moment. Noch mal zum Gas geben, falls es schneller kommt. Wie dunkel das ist, ey. Aber gut, klar, wir sind anscheinend abends schon in Miami. Oder für morgens, obwohl das eher bei meiner nach wieder Abendsonne aussieht. Wenn sich da halt zuzieht, ist dunkel. Ich finde aber auch Miami wieder als Nachtrennen cool, kann ich mir vorstellen. Aber die meisten Rennen werden als Nachtrennen cool. Noch mal fragen, wann es anfängt zu regnen, damit wir rechtzeitig auf unsere zweite Runde gehen, also unser zweites Stint. Schwung. Ja, okay, jetzt tun wir das Einsatz mit. So, 8,6, schneller als Checo. Aber immer noch ein gutes Stück hinter Max Pole-Zeit aus der Sprint-Qualifying. Fahrer hinter mir. Perez ist behind you. Okay, hilft mich. Wetterbericht! Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Okay, dry seem like the best tire for now. Okay. 20-0 von Max. Ja, moin. Ne? Damit ist der vor mir, ne? Also ich bin 16 langsam und wieder auf 2. Max hat das Sprintrennen nicht gereicht, der muss jetzt noch mal einen drauflegen. Schauen wir jetzt aber, wie gesagt, dass wir relativ zeitig rausgehen. Wetterbericht. We think we might see some rain. ETA about 15 minutes. Dry is definitely seem like the fastest 15 Minuten. Zögert sich anscheinend heraus.
Reifensatz. Ah, dann gehen wir als Schlusslicht raus hinter allen anderen. All clear the garage, please. Cars ready to leave. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es anfängt zu regnen, weil gerade noch gesagt wurde, in 15 Minuten. Max bleibt drin. Würde ich auch, wenn ich 16 vorne wäre. Nee, das ist nicht Max, aber mein. Muss ich da gewöhnen. Red Bull hat jetzt das Alpha Tauri Blau, dieses dunkle Navy Blau wirklich richtig und nicht mehr dieses knallige. Das ist dann wahrscheinlich der Aston. Nicht der Aston, der Racing Bull, der da steht. Wetterbericht? Alter, es ist dunkel hier. Oh, okay. Aber jetzt doch wieder schneller. Ja, wenn es heißt Regen kommt, dann kein Risiko geben. Nicht Wert legen auf die Ansagen, die genannt werden. Und das Recht kann Wert auf den Wetterbericht geben. Mit den Time Steps, weil wir haben ja gerade gesehen, der funktioniert überhaupt nicht. Genommen nur darum, den Platz zu verteidigen. Wie gesagt, Max ist unmöglich, der 16. weg. That's just 30 seconds left in the session. Oh. Okay. Die 13. glaube ich, werde ich aber unten nicht mal rausholen. Schade, wir sind 2 Zehntel von der Pole entfernt. Ja, das war echt knapp, wir haben für die letzte Runde nochmal gut was rausgeholt. Zweiter im Qualifying. Und gerade eben haben wir so dick reingeschissen im Sprintrennen, ne? Also, das muss ich nicht verstehen, ehrlich nicht. Guckt mir das an, ganz klar, zweitbestes Auto im Feld, noch vor Checo. Das muss ich nicht verstehen. Das ist komplett dumm. Komplett. Oh Mann. Ah, Front Row. Ich bin gespannt, wie hart wir jetzt zurückfallen werden im Hauptrennen. Gut, gehen wir rein. Nach dem Ladebildschirm.
Die Formel 1 ist im Sunshine State angekommen und wir freuen uns auf atemberaubende Sonnenuntergänge, sanfte Brisen, warme Gewässer und einen fantastischen Renntag am Miami International Autodrome. Eine Runde beim großen Preis von Miami ist 5,4 Kilometer lang und führt uns um das Hard Rock Stadium herum. Unsere Fahrer müssen sich auf 19 Kurven und knappe Rad-an-Rad-Duelle einstellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht ein Williams. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Fernando Alonso, Sainz, Oscar Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Tsunoda, Stroll, Gasly, Albon, Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, Joe, Bottas, Norris und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Bei mir ist heute der frühere Rennfahrer und ehemalige Weltmeister. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich angemessen ankündige. Stefan Römer. Stefan Römer ist Weltmeister und Fahrer? Das glaube ich aber nicht. Es war kein gutes Rennen. Die Frage ist, können Sie das ausblenden? Gute Frage, Sascha. Was auch immer beim letzten Mal passiert ist, man muss es hinter sich lassen. Mir wurde als Fahrer immer gesagt, dass ich es abhaken und vergessen soll. Natürlich tut es weh, wenn es passiert, aber man darf sich nicht damit aufhalten und es ins nächste Rennen mitnehmen. Also lass es hinter dir und mach einfach mit dem Rennen weiter, das jetzt vor dir liegt. Right, mate, I know it's hot in that cockpit, believe me, but your tires are even hotter than that. You've got to work really hard today to keep them cool, otherwise we're going to suffer with our performance. Wird er mit dem Hartwitz werden? Da ist gerade Luft von 43 Grad Strecke. Ja, ist ein bisschen warm, könnte man. Erste Front Row. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Ja, es wird natürlich offensichtlich nach hinten gehen. Wir haben viel zu wenig Power normalerweise, um das hier durchzuhalten. Oder Rennpace, deswegen, ich erwarte schon, dass es nach hinten geht. Die Frage ist nur, wie weit. Ist ein Boxenstopp vielleicht? Ja, im Idealfall sich noch vor Alonso halten, aber das wird auch schon schwer, glaube ich. Ja, das Ziel heute ist es, Punkte mitzunehmen und das Rennen abzuliefern. Mehr Punkte, desto besser, ne? Gucken. Wie gesagt, Hauptrennen in China hat auch deutlich besser funktioniert als Sprintrennen. Auch alleine von der Pace her. Schauen wir mal, wa? Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch.
Max hat keinen guten Start hinbelegt. Aber wir hatten dafür jetzt mal einen ganz guten. Nice, hätte ich nicht gerechnet. We can now use DRS. DRS now available. Lass ich wieder durch, dann werde ich nicht verteidigen. Kriegt halt immer noch im Heck, ne? Das war direkt beim Rausbeschleunigen. Stimmt, ey. Das an, wie die mich abziehen hier. Da wie Checo abhaut und wie Alonso dran bleibt. Das ist einfach unnormal.
Okay, mate. Engine's running very, very hot. Engine's running hot. Let's try and keep it cooler. Hat Zeit für das Pushen. Dass ich im DS von Checo bleibe. Und ich da raus bin, verlieren wir nämlich. Kann ich den ersten nicht mehr halten. Schön ist, wenn wir den so weit weggedrückt haben, brauche ich jetzt hier keinen Overtake zu benutzen. Weil sonst kommen wir zu nah an Checo ran, dann hält er uns nur auf. Und so muss ich jetzt gerade selber verteidigen. Leclerc hinter uns, weiß ich jetzt nicht, ob mir das lieber ist, bin ich ehrlich. Bleibt natürlich gezielt hinter Checo. Um ein bisschen Batterie zu sparen und um DRS abgreifen zu können. Probieren wir jetzt mal zumindest weiter zu machen bis zum Boxenstopp. Oh, schade. Aber look, let's move on. Get your head down and chin up and focus till the end of the race. Ja, wie gesagt, für sowas habe ich keine Zeit. Jetzt rechne ich jetzt gerade in dieser Situation, wo wir zwischen Ferrari und Red Bull hängen. Batterie gespart, um hier mal kurz aktivieren zu können. Thank you.
Egal, ob ich nochmal an Checo vorbeigehen soll. Wenn man sich so den Abstand zu Max dann guckt, hält er uns halt schon hart auf, ne? Ich glaube halt auch, dass ich Max Pace nicht anders mehr mitgehen kann, so. Nochmal, wir gehen nochmal an Checo vorbei. Direkt Sektor Lila, okay. Und Sektor Lila wegen dem Hohenmanöver, ne? Der ist Windschatten. Overtake. Ich hab schon so ein DS raus, das ist angenehm. Jetzt nicht so viel zu pushen, nur ein bisschen. Komplett dämlich. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder war. Es ist wieder komplett random. Für deinen Wagen so verlieren. Joker. Weiter zurück, okay. We're approaching the pit window now and you're gonna be on hards next time. Mann, hier in der Kurve durch das späte Anbremsen so viel Zeit gut. Das ist richtig krank. Hätte ich das früher gewusst, ohne Witz, dann hätten wir Checo schon lange überholt, aber okay. Rechne ich halt nicht mit, ne?
Dadurch, dass sie natürlich immer hinter Checo festhing, der es halt schon gut aufgehalten hat, fahren wir jetzt natürlich auch noch gute Zeiten. Die Reifen sind dennoch im Eimer. Checo kommt zurück, dann wird sich dick gebieft. Understood. Stopping this lap. Und dass dabei jetzt nichts schief geht, das können wir gerade absolut nicht gebrauchen, wenn dabei jetzt was schief geht. Okay, mate, we've got some clear track in front of us, and let's make the best of it. So please make this next one a very fast lap. Ah, das hat man schon bekommen, wie normal. Wir sind gerade eben noch grünen Sektoren gefahren. Also wir waren noch so etwa um die 1:31,5 rum. Well, that was fucking scary. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance and speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Mit 2,4 Abstand geht's in der Box. Okay, don't worry about that target for now. Let's just focus on this. Achso, Ziel verschoben. Da steht aber Ziel verschoben. Also alles gut. Ich bin mal gerade ganz kurz. Ich muss mal kurz aufstehen. Aua. Okay, 4 von 4 haben wir doch. Okay, wir haben das eine Programm doch noch hinbekommen. Gut. Boah, mir tut der Arsch weh. Ohne Spaß. Okay. Judy. Huch, ich war ja einfach zu zählen, dass ich ja jetzt erst. Weiter geht's. Ziel verschoben heißt, er kommt wahrscheinlich jetzt gleich nochmal wieder. Das ist nicht Ziel, nicht geschafft.
Special Manner, sogar besser als die geschätzte Stoppzeit. Oh, da kommen wir in Traffic. Da kommen wir jetzt in den ganzen Arsch voll Traffic. Das ist natürlich ungelohnt. Nikos auf Medium, der wird gleich weg sein wahrscheinlich. Gerade da vorne ist anscheinend auch Atem gestartet oder so. Also ich hab's mir nicht angeguckt tatsächlich, auf welchen Reifen der gestartet ist. Alter, ich hab die Kurve noch bekommen. Ich hab echt die Kurve noch bekommen. Brutal verbremst. Alexander's coming in for his stop now. Okay, wie gesagt, den da vorne müssen wir jetzt überholen. Dann hinbekommen würde. Das ist ein Problem. Okay, mate, it's Ricardo ahead of you. We can't let them hold us up for too long, so let's try and get past as soon as possible and crack on. Push, push. Ah, that's gonna be a thing. Yellow flag. Great stuff, mate. You hit the target well there. Nice one. There's a long way to go in this race, though, so keep your head down. Okay, information Max ist raus. They're retiring from the race. Dritter Ausfall in den letzten vier Rennen von Max Verstappen. Damit geht die Führung an uns über. Okay, clear. Die Führung des Grand Prix. Pitzen Runden vor Rennende. Der Tier ist 2,3 hinter uns aus seinem Stop. Ja, ich bezweifle, ich werde das gehalten bekommen, aber schauen wir mal.
Max könnte halt jetzt echt schon eine WM-Spitze 1 und so eine Kreise ziehen, ne, wenn er nicht andauernd ausfallen würde. Wie gesagt, das ist dieser vierte Ausfall jetzt in 3 Wochenenden. Andersrum, das geht nicht. Ja doch, mit dem 5 Wochenende, aber. Das ist eben sein dritter Ausfall in 4 Rennwochenenden, in den letzten 4. Aber die Rennführung geht Die Rennführung geht an uns über. Leclerc aber gerade mit schnellster Zeit hinter uns. Ich glaube nicht, dass ich den das schaffe, 11 Runden, 12 Runden zu verteidigen. Er hat jetzt so Bock auf Rennsieg, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gut, dass wir Checo noch überholt haben, als es Zeit dafür war. Im Endeffekt hätte ich hätte nicht gedacht, dass er so viel schneller wäre. Wir waren ja auch gegen Anfang nicht schneller gegen ihn. Aber war gut, dass wir ihn dann doch noch überholt haben und dass er dann sich halt dann da 2-3 Mal mit Charles gekettet hat. Dadurch haben wir nämlich jetzt erst den Abstand auf die Jungs. Hätte ich das noch früher schon gemacht, dann hätte ich früher schon angefangen zu beefen, aber kann man ja nicht wissen, ne? Normalerweise hätte ich gedacht, der Red Bull ist viel zu stark für uns. Und ich schaff's halt nicht andersweise vorne zu bleiben. Den Runden sind's noch. Gewinnen wir bei Zeit erstaunlicherweise.
Uiuiuiui. Das war gruselig. Da habe ich mich eigentlich geschissen gerade. Ich glaube, das war das zweite Mal wie Track Limits. Aber das ist ja noch nicht so relevant in der ersten Season. Die erste Season ist keine Hardcore-Season. Zwei von Leclerc entfernt. Wir machen weiter Abstand. Ich weiß zur Hölle nicht wie, aber wir machen's. Vielleicht ist noch 6 Runden, weil wir kommen ab schon auf Charles. Okay, the safety car is out. Was? Warum? We need to form up at reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Okay, slow down, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Oh mein Gott, der erste Sieg der Saison, der erste Sieg in F1-24 wird mir geklaut durch das erste Safety Car. 6 Runden vor Schluss Safety Car. Och, das ist doch jetzt ein Scherz. Warum? Es steht niemand. Lol, das Heftige hat sich vor Charles rausgedrückt. Ah ne, jetzt lässt es durch, okay. Damit haben wir aber ganz schön an Abstand gewonnen. Ich bin noch vorbeigefahren am Safety Car, Charles aber nicht. Dadurch wurde der jetzt schon dick aufgehalten. Normalerweise könnte ich jetzt stoppen. Aber macht keinen Sinn, wenn kein anderer mehr stoppt. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Alter, die Reifen sind ja noch übel okay. Krass. Ja, null abgenutzt.
erste Rennsieg in F1-24 wird uns logischerweise vom ersten Safety-Car in F1-24 gewitzt. Und da vorne ist der Mercedes. So, glaube ich, für mindestens zwei Runden wieder reingehen. Im Zweifel, wenn ich mich hier überholen lasse, muss man gucken, dass wir dann auf der anderen, auf der Gegengeraden oben, da halt antworten, weil dann bis zur Stadtziellinie schafft das nicht, mich nochmal zu überholen. Auch wenn er schneller ist. Aber wenn er mich hier halt erst überholt, haben wir ein Problem, wenn er das packt. Zwei schnelle Runden zu fahren, müsste das Heft in der Runde jetzt aber reingehen. Ich würde es natürlich dabei sehen, wenn, wenn wir mit dem Safety Car zu Ende fahren würden. Das fände ich super, aber das geht leider, glaube ich, immer noch nicht in dem Spiel. Ein bisschen schade ist es. Wäre noch so ein Feature, was ich ganz geil fände. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. You will be controlling the pace on the restart. Keep it steady until the safety cars reach the pit lane. Unbelohnt, ehrlich. So, wir geben auch erst kurz vor der Zielgerade Gas, damit wir so wenig Sprint wie möglich haben. Ich so wenig Angriffsfläche wie möglich biete. Noch haben wir kein DRS. Ich glaube nicht, dass das den Ferrari im Zweifel aufhalten wird. Gesehen haben, nein, nicht sonderlich. Fuck, wir haben sogar noch drei Runden. Thank you.
Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Checo noch mal irgendwie angreifen jetzt oder so, bitte. Nicht so schnell. Yes! Yes, baby! Boom! Let's go! Yes, yes, yes. Wenn jemand fragt, das war Taktik, Schalter noch vorbeizulassen. Das war taktisch. Yes! Boah, Junge, 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 ey. Wie kommt man im Sprintrennen so reinfeeden und jetzt hier sowas rausholen? Ich weiß es nicht. Ich check's nicht. Echt nicht. Da werde ich nicht schlau raus. Erster Rennsieg F1 24. Jawoll! Junge, Junge, Junge. Am Ende des Tages sehen wir einfach nur das Ergebnis, nämlich einen Rennsieg. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Aus Fahrersicht ist es nämlich nicht einfach, die schwierigen Umstände zu überwinden, die heute im Rennen herrschten, Sascha. Das ist keine Kleinigkeit. Und es zeugt von großer Reife und innerer Stärke. Und das kann man für sich nutzen, um sein Selbstvertrauen für den Rest der Meisterschaft weiter zu stärken. Und hier krass. Sind sie auf dem Weg zum Podest. Ein hart erkämpfter Sieg heute für geerbt das Team, Max den es mit Sicherheit auskosten wird. Der muss Gewinner von heute, sein. Team Williams. Max muss richtig frustriert sein. Wie gesagt, das waren in den letzten 4 Wochenenden dann dritter Ausfall. Und alle drei, glaube ich, auf 1. Wo er auf 1 war, weil sonst hätte der jedes Rennen nämlich gewonnen. Huch, keine Musik, okay. Das ist bestimmt ein Bug. Sehr schön.
Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, ich glaube, da können wir uns nicht beschweren. Nach dem absolut vergeigten Sprintrennen. Ja, gut, was ist absolut vergeigt? Das war halt Motorplatz, ne? Dafür können wir halt nichts. Ende auch ein starkes Rennen. Zu Recht Driver of the Day. Ja, also der Anfang des Rennens war gut, sagen wir mal so. Wir haben uns schön, der Plan ist aufgegangen bis zum Boxenstopp fast. Bis so zwei Runden davor. Sich an Checo dran zu heften, sich an dem zu ziehen, das hätte auch noch weiter funktioniert. Ich dachte mir nur, ja komm, vor dem Boxenstopp, probieren wir es jetzt. Ganz ehrlich, gehen wir rein. Dann haben wir uns an Checo vorbeigedrückt, relativ locker sogar. Und sind dann sogar abgehauen. Das hat mich gewundert, dass Checo so dermaßen langsam war. Dadurch konnten wir dann Abstand aufbauen, während er sich mit Leclerc gebieft hat. Ja, auch keine sonderlich gute. Also wir hatten heute schon echt, echt sehr, sehr gute Pace. Und dadurch konnten wir dann so ein bisschen abhauen. Und Max' Ausfall ist natürlich, ja, Gold für mich, ne? Sind wir ganz ehrlich. Das ist natürlich pures Gold. Alex verpasst die Punkte leider knapp auf 11. Ja, 6 Zehntelchen von den Punkten entfernt. In die Rennleitung rein. Eigens Max mechanisches Versagen. Ja, kenne ich mittlerweile. Hab ja die Rangliste rüber. Ja, Max dadurch 6 Punkte Abstand. Der hat 3 DNFs. Aus jetzt 6 Rennwochenenden. Der hat 3 DNFs. Und ist trotzdem nur 6 Punkte an der Spitze ran. Normalerweise wäre das schon viel, viel tiefer, wenn das irgendein Casual Cake wäre. Wir sind jetzt auf 59 Punkte. Wir kämpfen uns langsam nach oben. Wieso kann ich hier auswählen drücken? Ah. Hat das gemacht? Ich glaube, ich bin irgendwie rausgetappt oder so, keine Ahnung. Kann mir auf jeden Fall hier anklicken, irgendwie Sachen angucken. Das sollte auch eigentlich nur im Multiplayer möglich sein. 49 Punkte in der Konstrukteursrangliste, 59 Punkte in der Konstrukteursrangliste ist jetzt natürlich schon sehr gut. Dann vor Checo, dafür, dass die Saison ein gutes, ein ordentliches Auf und Ab ist, ist das ziemlich gut. Beschweren kann man sich da normalerweise weniger. So, wir müssen kurz noch gucken, wer Driver of the Day im Sprintrennen war. Da hat man nämlich durch den Ausfall keine Anzeige für. Jetzt mal gerade schauen. Hallo? Lando macht 2 Plätze, Alonso macht 2 Plätze. Gasly macht 3 Plätze. Dann macht 3 Plätze, ist aber nicht in den Punkten. Magnussen macht 4 Plätze, ist aber zu weit weg eigentlich. Ja, dann ist es Gasly, macht 3 Plätze und fährt damit in die Punkte. Aber nee, der war bei einem Studio ja gar nicht, er ist ja nur auf 10. Ja, keine Ahnung, sagen wir Gasly. So, und Fahrer des Tages hier war auch Lando, ne? Ja, genau. Max schon wieder mit Ausfall, ey. So, das ist ein viel schlechter Lando aus dem Sprint von Max. Wurde nicht geknackt, okay. Ich bin aber sehr froh, dass wir jetzt im Sprintrennen erstmal wieder bis Österreich fertig sind, weil 3 Stunden jeden Tag oder jetzt 2 Tage in Folge ist ziemlich stressig. Geil, dann gehen wir auf weiter, würde ich sagen. Ist ja grandios. Jawohl, da haben wir eine Auszeichnung bekommen. Erfahrung wurde erhöht. Die Ressourcen? Nein, haben wir die Erfahrung nicht. Alter, Shepard.
Das scheppert halt jetzt ordentlich, deren Siegerwertung. Ah, hier sehen wir sogar, was das Ganze bringt. Erfahrung, Mobilität unter Teammitgliedern führend 6 von 6. 6 Runden geführt wahrscheinlich, keine Ahnung. Wertungen nehmen mit der Zeit automatisch ab. Okay, das ist klar, dass es immer ein bisschen Schwund ist. Den F9. Rennkunst. Endposition wird Startposition plus 1. Geschossen über Hohmanöver 16. Okay, jetzt zählten die in der Boxengasse auch mit dazu. Da habe ich das Ziel erfüllt. Überhole Ricardo von Runde 21. Das ist halt wirklich cool. Position, was es erwartet, plus 13. Das schmeckt. Finde ich cool mit den Wertungen, dass man so ein bisschen Einblick hat. Wir haben immer noch nicht, selbst nach dem Sieg, haben wir immer noch nicht den Lead im Team. 15 geheimes F&E-Upgrade. Die haben alle funktioniert, auch wenn sie erst sehr spät abgehakt worden sind. Manche. Von den Zielen, aber sie wurden abgehakt. Das ist unsere erste Trophäe. Wer hätte gedacht, dass das in Miami passiert? Direkt hier ausstellen oder das geht nur in der Lizenz, glaube ich, ne? Oder? Ja. Schrank. Oh, einen Helm bekommen nicht. Nächstes, ja, ich würde ganz gerne die Punkte noch mit Hut tippen. Ich würde da ganz gerne die Flaggen-Celebration noch mitnehmen, weil ich glaube, in 7 Tagen werden wir nicht schaffen, da noch Level 22 zu kommen. Zeichnung. Fahrerschaftspunkte. 50 Meisterschaftspunkte haben wir im Sack. Mach weiter so. Das geht jetzt hoch auf 500, okay. Populäre Intensivität. Bei jeder Rivalität werden unterschiedliche Kriterien verwendet, um zu ermitteln, wer gewonnen hat. Bei Rivalitäten innerhalb eines Teams werden mehrere Kriterien herangezogen. Wer die meisten dieser Kriterien erfüllt, gewinnt. Im unteren Teil des Bildschirms siehst du, welche Belohnungen verfügbar sind und wann du sie bekommst. Ja gut, das ist... 6 zu 0 insgesamt in den Rennen. Es ist ziemlich eindeutig, was hier steht. Da brauche ich nichts zu erklären, ne? Aber die anderen haben wir tatsächlich noch nicht. Ja gut, Meisterschaftsrival wird erst gegen Ende kommen. Über die Tipper-Fahrwertung. Punkt. Wir können eh nichts skillen, müssen warten, bis die ES-Kühlung jetzt hier fertig ist, bald hoffentlich. Toll, das hat funktioniert, sehr schön. Okay, ich weiß, dass wir einige neue Entwicklungen erwartet haben, aber einige davon sind leider nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen. Oh, das haben wir alle geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm mitteilen, was neu entwickelt werden soll. Langsam wird es zu teuer, aber der Motor ist jetzt strong. Sehr schön, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Mittlerweile Mittelfeldteam. Und vom vorletzten Team abheben. Sehr schön. Gut, morgen dann Imola. Das kann ja wieder was werden. Hier sind wir Level 1 geworden. Wir müssen das deaktiviert, wenn wir hier Boni 1 sind.
aber... Der nur gerade deaktiviert, weil er nicht da ist. Ah ja, wir brauchen eigentlich auf Level 1. Normalerweise müssten wir das hier haben. Mal kurz vom Ziel, das ist gut. Sehr schön. Dann morgen Imola.